Was ist Schlüsselloch? Ja, er kommt nicht ran. Aber wir haben ja zum Glück Annie hier. Und Annie könnte diese Tür öffnen. Der Fahnenmast ist übrigens wieder da. Annie könnte theoretisch den Schlüssel nehmen. Hallo, wieder im Lande? Hier, um den Gefangenen zu sehen? Ja, das bin ich, in der Tat. Weil nämlich Zack mir jetzt... wechselt zu Zack. Gib Feuerzeug zu Annie. Annie? Hallo? Annie? Och, Menno, was ist denn das? Was ist das eigentlich da? Zellentür? Achso, das ist das Scharnier von der Zellentür. Okay, nochmal zu Zack. Gib Feuerzeug zu Annie. So, bitteschön. Danke. Und Annie macht jetzt das, was Zack eigentlich schon von Anfang an tun wollte. Den Fahnenmast klauen. Nein, dann wird sie nämlich auch im Knast landen und dann haben wir ein Problem. Nee. Ach, schade, dass wir nicht reden können. Ich würde gerne mit dem Jack reden. Sie darf da nicht rein, oder? Oder doch? Sie darf da rein? Okay. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie da rein darf, weil eigentlich ist ja nur Zack derjenige, der da rein durfte. Du brauchst meine Weisheit nicht. Du bist schon auf dem rechten Pfad. Okay. Gut. Wenn dem so ist. Kann man eigentlich die Postkarte klauen? Das kann ich nicht mitnehmen. Und das Flugblatt? Das Zertifikat? Und das hier? Und die ganze Pinnwand? Können wir die Pinnwand lesen? Ein Bild von einem afrikanischen Schamanen und dem Guru beim Golfspielen. Ja, dann müssen wir wohl mal nach Afrika dann. Aber noch nicht jetzt. Weil wir haben ja erst ein Artefakt. Aber laut Traum gibt es ja mehrere. Auf diesem Kandelaber steht das ja drauf. Gut, dann würden wir mal, mache ich das, was, ja. Ich sollte das nicht tun, aber ich muss Zack aus dem Gefängnis holen. Feuer! Hä? Ein Feuer? Wo ist mein Dialekt hin? Ja, schnell weg, würde ich sagen, bevor der uns erwischt. So, nimm Schlüssel. Benutze Zellenschlüssel in Schlüsselloch. Zack. Wechsle zu Zack. Öffne den Schrank. Hier ist das Zeug, was er mir abgenommen hat. Und den nehmen wir uns auch gleich mit. Und jetzt... darauf haben alle gewartet. Darauf haben doch alle gewartet. Sauerstofftank. Benutze blauer Kristall auf Jack. Nicht jetzt, wenn der Polizist kommt. Ach, Menno. Zack, du. Na gut, dann benutze halt... deine Cashcard. Deine Cashcard in Jack. Einen langen, staubigen Ritt später. Ja, Zack ist wieder hier und Annie muss dann auch einmal folgen. Vor allem auch so dieses Inka-Ding da hier so, der wird, glaube ich, noch ein bisschen länger. Moment. Lies Cashcard. Wie viel kostet das, Jack? $3000 hat sie exakt. Benutze Cashcard in Jack. Einen langen, staubigen Ritt später. So, dann gucken wir nochmal auf die Cashcard. Alter, $100 kostet der Ritt. Hossa, $100! Na, das muss ja echt ein... Boah, das muss ja echt... Also, das muss ja... Das muss aber hier, das muss... Gib Feuerzeug an Zack. Gib Zellenschlüssel an Zack. So. Falls der sich mal wieder befreien muss. Sie chillt jetzt erstmal hier und Zack wird jetzt erstmal seine Cashcard lesen. $5567. Ja. Benutze Ticketautomat. Können wir jetzt denn irgendwann mal nach
Kinshasa, Kongo. Ah, da wäre dieser andere. Also da wäre ja quasi... Ja, Kairo konnten wir nichts machen. London, England konnten wir auch nichts machen, weil wir diesen... Oder Moment. Was kostet das? 1500. Was kostet Kinshasa? 1300. Das kostet alles viel. Ja, gut. Wir müssen sowieso nach London, weil wir nicht irgendwie anders irgendwo hinkommen. Ein angenehmer Flug später. So, jetzt ist Zack hier in London. Jetzt gucken wir mal, ob wir den irgendwie bestechen können. So, den müssen wir da wegkriegen, damit wir den Strom ausschalten und dann mit der Drahtschere hier ein Loch reinmachen. Und dann können wir das Übliche machen. Alles der Wache geben. Belästige mich nicht, ich habe Dienst. Gib Tröte zu, Wache. Belästige mich nicht, ich habe Dienst. Gib, Buttermesser an, Wache. Belästige mich nicht, ich habe Dienst. Irgendwas können wir ihm geben. Golfschläger? Willst du Golf spielen? Belästige mich nicht, ich habe Dienst. Ah, Tauchhandschlüssel, nee, Werkzeugkasten, nein. Dichtungsband, Schraubenschlüssel, Seil, Drahtschere, Nasenbrille, Hut, Gitarre? Vielleicht will er eine Gitarre. Belästige mich nicht, ich habe Dienst. Gib Whisky zu Wache. Sorry, aber du bist nicht mein Typ. Ja. Daher weht der Wind. Daher weht der Wind. Annie muss nochmal Kohle raushauen. Sorry, Annie. Moment. Benutze Ticketautomat. Sie muss ja eh von da wegfliegen. Also kann sie auch nach London fliegen. Boah, 1500. Die Alte ist bald pleite. Da muss ich irgendwann in den Laden gehen und Sachen kaufen und verkaufen. Ein angenehmer Flug später. So. Ja, der Whisky. Woher habe ich den eigentlich? Ach, den habe ich vom Penner. Stimmt. Ich meinte natürlich von dem unschuldig in Not geratenen Mann. Gib. Whisky zu Annie. Vielen Dank. Aber ich trinke keinen Alkohol. Gib Whisky zu Wache. Mit Ihnen teile ich gern einen Drink. Eine halbe Flasche später. Ach. Das war verdammt unangenehm. Ja, aber es war leider notwendig, Mädel, denn ansonsten hättest du den... Hier, was ist betrunkene Wache? Schalt aus... Schalter. Ah, diese angenehme Stille. Ah. So, dann wird Zack sich einmal die Drahtschere... Benutze Drahtschere auf Zaun. Da. So. Ich meine... Ja, dann können wir Stonehenge besuchen. Ja, was ist Altarstein? Gibt es da irgendwas zu lesen? Da gibt es nichts zu lesen. Was ist Altar, Stein, Wachposten? Ah gut, mehr gibt's hier tatsächlich nicht. Och Menno, haben wir wieder Kohle rausgehauen ohne Sinn und Verstand? Ja gut, immerhin ist Annie auch da. Okay, wir haben also gelernt... Ich weiß, wo wir hin müssen. Da waren wir schon. Benutze Ticketautomat. Wir müssen nach... Nee, nicht Kairo. Kathmandu? Nepal? War das Kathmandu? Das da mit dem Vogelplateau. War das Kathmandu? Also ich werde hier an dieser Stelle kurz mal speichern, weil wir können ja nicht all unser Geld raushauen und werde dann laden, wenn es nicht Kathmandu war und werde dann quasi nach San Francisco zurückfliegen. Was kostet eigentlich San Francisco? 800. Kathmandu? 1500. Und dann wollen wir einmal... Weil ich glaube, das war Kathmandu. Nee, Moment, Kathmandu kommen wir doch gerade her. Okay, fliegen wir nach San Francisco zurück. So. Ein angenehmer Flug später. So. Lies Cashcard. Gucken wir mal auf die Cashcard. $3.170.
Wir haben ein kleines Problem. Wir brauchen Geld. Miami, Florida, Mexiko, London, Lima. Lima war das. Aber ich glaube, wir müssen mal eben kurz gucken. Jupp, wir sind wieder da. Wir müssen mal eben kurz, ich will nicht sagen an Geld kommen, aber wir müssen mal eben kurz die Gitarre wieder versetzen. Warum ist die denn ständig wieder zu, die Tür? Hallo, junger Mann! Wir müssen erstmal zum Verkaufsfenster gehen. Ja, das Spiel ist so sensitiv. Ah, Spiel Lotto. Wie kann ich helfen? Lies? Was ist Lotto? Lies Lotto. Spiel Lotto. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja. Verkaufe. Dichtungsband, Drahtschere, Seil, Hut, Nasenbrille, Haarnadelschild, Gitarre. Wir verkaufen mal die Gitarre. Sie müssen zum Einkaufsfenster. Aber da stehe ich doch. Verkaufe Gitarre. Ich würde Ihnen gern das hier verkaufen. Geben Sie mir Ihre Cashcard. Hier. Danke. Hier sind 99 Dollar. War nett, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Was? Nur 99 Dollar? Ich hatte mir davon mehr erhofft. Was ist eigentlich mit dem Moment? Wo ist eigentlich das Buttermesser? Buttermesser. Benutze Buttermesser mit... Schraubenschlüssel? Das klappt nicht. Nein, irgendwie können wir das... Ja, das klingt jetzt gemein, aber wir können das Buttermesser kaputt machen. Das wollte ich jetzt mal eben kurz machen. Weil das was ganz Bestimmtes auslöst. Aber das Problem ist, woran kann ich das kaputt machen? Ich hätte es zum Graben benutzen können, glaube ich. Beim Eichhörnchen. Schließe Briefkasten. Benutze... Wo ist das Buttermesser? Buttermesser mit Briefkasten. Ist verschlossen. Toll. Ich dachte, jetzt macht das kaputt, aber nein. Gar nicht so einfach. Tür. Gibt's da was zu lesen? Da gibt es nichts zu lesen. Komm hier, benutze Buttermesser mit Tür. Ah, schade. Dachte, wir können das Buttermesser irgendwo mal kaputt machen. Oder können wir es in die Spüle... in die Spüle kloppen? Benutze Buttermesser mit Spüle. Ich will das da nicht reintun. Spüle. Was? Spüle? Du bist eine Spüle. Nee, das Problem ist nämlich, wir können eigentlich das Buttermesser verkaufen, wenn wir es verbiegen, aber... Kann ich hier drücke Buttermesser machen? Kann ich nicht bewegen. Na gut. Dann müssen wir wohl die andere Methode. Benutze Buttermesser mit Bus. Oh, sie sind's wieder. Alles einsteigen. Benutze... Wo ist meine Cashcard? Benutze Cashcard in Cashcard-Leser. Also gut, los geht's. So. Ja, weil eigentlich müssen wir ja nach... Lease Cashcard 3200. Benutze Ticketautomat. Eigentlich müssen wir ja nach hier, nach Lima, Peru. Das kostet 1000. Wenn wir jetzt nach Miami fliegen, 300... Ich versuche nochmal den Flug übers Bermuda-Dreieck. Vielleicht funktioniert das ja jetzt. Ein angenehmer Flug später. So. Benutze Ticketautomat. Bermuda-Dreieck. 99 Dollar. Und wehe, mein Flugzeug ist nicht da. Oh. Divine Wind Tours.